Jesu Geburt ist symbolisch in vielerlei Hinsicht. Jesu Geburt zeigt, wie Gott auf die Erde kommen kann. Jesu Geburt zeigt zum einen, Gott muss nicht in Adelsfamilie geboren werden, nicht in reicher Familie. Jesus wurde geboren als Sohn von Maria und Josef. Jesu Geburt zeigt, dass Gott sich in einfachen Umständen inkarniert. Vermutlich war jetzt nicht Josef der Ärmste, war ja ein Zimmermann. Zimmermänner waren durchaus angesehen, aber eben aus einer Handwerkerfamilie und nicht aus einer Regierungsfamilie oder einer Rabbi-Familie, Rabbinerfamilie, Schriftgelehrtenfamilie. Wenn Gott sich manifestiert in dieser Welt, kann es auch in einfachen Umständen sein. Jesu Geburt zeigt aber auch noch etwas anderes. Vom Standpunkt der jüdischen Moral damals war Jesus ein uneheliches Kind. Maria und Josef waren nur verlobt, als Maria schwanger wurde. Und sie wurde nicht schwanger von Josef. Gut, die Evangelien sagen, der Heilige Geist hat Maria geschwängert. Jedenfalls für die anderen Ortsbewohner hat Josef eine Frau geheiratet, die ein uneheliches Kind getragen hat. Das war vom Sozialen her etwas ganz Schlimmes. Jesu Geburt zeigt, Gott kann sich manifestieren durch Menschen, die am Rand der Gesellschaft waren, gedrängt wurden. Jesu Geburt zeigt auch, dass wir freundlich sind zu Fremden und auch zu Flüchtlingen. Jesus ist geboren worden als Sohn von Maria und Josef, die unterwegs keine Herberge gefunden haben. Sie mussten von Bethlehem, von Nazareth nach Bethlehem gehen. Bethlehem, dort mussten sie in der Steuerschätzung geschätzt werden. Sie fanden keinen Raum und Jesus wurde in einem Stall geboren. Gott wird manchmal erfahrbar in den unmöglichsten Umständen, nicht nur im Großartigen und Schönen. Maria und Josef mussten später fliehen zusammen mit dem Jesuskind nach Ägypten, seine Flüchtlingsfamilie. Jesu Geburt zeigt, wir sollten uns um die Fremden kümmern. Jesu Geburt wurde auch nicht als erstes mit großem Trommelwirbel begleitet. Die ersten, die gekommen sind, waren die Hirten auf den Feldern, also ganz einfache Menschen, inspiriert durch die Engel. Aber danach kamen auch die heiligen drei Könige, auch genannt die Weisen aus dem Morgenland. Was auch heißt, es zeigt Jesu Geburt, dass großartige Menschen Jesus verehren können, aber Jesus ist da für das einfache Volk und für die Gelehrten, die Reichen und für die Armen. Und so sind die Umstände von Jesu Geburt eine große spirituelle Lehre für uns alle.